Gestern habe ich so eine Nachricht bekommen, und zwar vom Michael Siebert. Das ist ein befreundeter Filmmaker von mir. Müsst ihr unbedingt mal reinschauen. Der wird nämlich jetzt dieses Musikvideo, was ihr schon gesehen habt, gemacht haben werden. You know? Auf jeden Fall meinte er, hier ein neues Lied von Leon Mascher, mach doch mal ein Cover. Und ich so, Leben auf der Überholspur. Egal ob Tilted, Park oder Growth hier. Vom No-Skin ohne Plan auf Platz 1 bist du dabei. Hab den Nuke angehauen, ob er nicht auch Bock hat, den Beat zu bauen, weil der das ganz gut kann. Auf jeden Fall werde ich euch ein bisschen jetzt auf den Produktionsweg mitnehmen. Der Beat ist jetzt schon erstellt. Ich habe mich gestern mit Mew getroffen. Der hat jetzt nochmal eine Nachtschicht eingelegt und über die komplette Nacht einfach mal einen ganzen Beat erstellt. Kann man ruhig mal machen. Wird ja Fortunito heißen, das Lied. Ist ja mein Lieblingsspiel. Fortnite weiß ja jeder von euch, Kappa. Und ich bin gespannt, wie es wird. Keine Ahnung, bislang steht noch nichts. Ich werde mich jetzt hier an den PC setzen und das Lied mischen. Weißt du Bescheid, oder? Gute Perspektive übrigens. Das ist der PC. Und hier in Cubase werde ich jetzt gleich erstmal alles reinziehen. Und dann sehen wir uns später, alle. So, Freunde der Volksmusik, der Beat ist jetzt auf jeden Fall schon halbwegs fertig und jetzt kann es losgehen mit Gesangsaufnahmen und Vocals und so weiter. Bist du Mutti 4 oder Mutti 5? Ich bin Mutti 8. Nice, Alter. Bittest du jetzt ins Mic? Bitte jetzt ins Mic, so. Boah, Alter, ist das ekelhaft. Ja. Bin ich ein Döner-Teller, Pizza. Tony, ich hab Battle Pass wohl nur noch 10.000 V-Bucks. Frag alle weg, diese Kacknaps. Ich hab Battle Pass wohl nur noch 10.000 V-Bucks. Das ist eigentlich von der Artikulation ist der ja gut, aber der pitcht das, glaube ich, ein bisschen falsch. Können wir ja richtig pitchen, Alter. Ja. Oder höher. Mach mal an. Ja. Wir sind Bahnkontrolleure, stahlharte Männer, noch ein schwarzfahrende Penner mit dem Fahrkartenscanner. Dem Fahrkartenscanner. Aus. Hier klackt's immer so. Klack. So. Dann, lass mal in die Flora. Moin, moin, meine aktiven Freunde. So, meine Freunde, Tag 2. Wir drehen heute mit dem M. Siebert Fotografie, dem besten Filmmaker der Welt. Er kennt ja schon von. Checkt seinen Kanal aus. Copacabana, / Küste von Sparta, Amena. Genau. Und den Muke auch. Ihr wisst, wo ihr lang geht, oder wie sieht's aus? Nee. Ja, dann lass mal da lang. Okay. Im urbanen Köln. Da werden wir die griechenländischen Mittelmeerflares so weiter. Ihr wisst, ich kann kein Deutsch. In jedem Fall, schaut bei den beiden Boys vorbei. Ansonsten. Das ist schlecht. M. Siebert Fotografie, was hältst du eigentlich vom neuen Anno? Das ist Anno. Dauertreu. Auch nicht jünger, ne? Dauertreu-Sendung. Genau. Ja, das ist der Gang. Wie ist das? Vortex oder nicht? Einmal so und dann einmal Vortex. Aber ich weiß nicht, ob das klappt. Da müssen wir neu ausbalancieren, ne? Ja, kriegen wir hin. Leute, ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe Thanos-Skin gezogen. Alter, ist das krass. Wisst ihr, was noch strenger untersagt ist als streng untersagt? Strengstens untersagt. Deshalb haben die kein Dach über dem Kopf. Ich hab Battle Pass voll und noch 10.000 V-Bucks. Stefan, du musst einmal aus dem Weg. Ich muss einmal aus dem Weg, glaube ich auch, ne? Danke. Mein Name ist Marcel Davis. Komm mit nach Griechenland, der Sparta. Ich finde, meine Kamera sieht so geil aus, so dekoriert mit. Ey, Mewke. Ja? Hast du Battle Pass voll? Auf jeden Fall. Wie viele V-Bucks? 10.000. Noch 10.000 V-Bucks. Wir gehen jetzt Seilbahn fahren. Wenn du dir einen Ort aussuchen könntest, welcher wäre das? Zwiebelsuppe. Für mich wäre es die Seilbahn tatsächlich. Was glaubst du, ist die Message des Songs, den wir heute aufgenommen haben? Fortnite. Im Übrigen, wer den besten Videomenschen der Welt sucht, Michael Siebert anhauen und er macht einfach die krassesten Musikvideos. Der Entencake reagiert hoffentlich auf das Video. Grüße gehen raus. Okay. Grüße gehen raus an Entencake. Hoffe, dir geht's gut. Es ist so angenehm, damit zu vloggen. Das ist so super leicht. Hui. Fliegst du gleich hoch, weil es so leicht ist. An der Küste vom Spaßbad. Ich hab Battle Pass voll und noch 10.000 V-Bucks. Da springe ich als Erster aus dem Bus raus, wenn ich abgehoben doch das Gegner aus dem Luftraum. Ja, die Fahrt ist aber nicht so lang, ne? 4 Minuten oder so. Ja, aber die reicht vollkommen aus. Und jetzt guck mal, Scheiße. Danke, rein. Jetzt muss ich lachen. Wenn ihr Bock auf Pommes habt, dann geht bei Michael Siebert Fotografie auf die Seite und schreibt Pommes drauf. Findest du eigentlich Anno? Finde ich super. Erst Little Lake, dann das Devo. Michael, was war denn heute das schönste Erlebnis für dich beim Dreh? Es gibt so viele schöne Ereignisse. Sobald ich mit dir zusammen bin, ist eigentlich alles schön. Oh, das hättest du jetzt nicht sagen müssen. Schönste, die Kamera ist nicht an. Das schönste Ereignis ist noch, dass der Tag erst angefangen hat. Bratan, ich hab damals schon die meisten Hits gehabt. Bratan. Skra. Original afrikanische Zebra. Und Giraffentasche. Ist auch aus Fell von den Tieren? Nein, und kauft kein Echtfell. Das schneiden wir raus. Kauft euch Echtfell, Leute. Nein, macht er natürlich nicht lieber. Ich sag immer, Mandelmilch ist keine Milch, aber kann man auch gut trinken.
rattern. Ich habe damals schon die meisten Scheine aufgesammelt vom Boden. So sieht also YouTube-Mann aus. Wann mache ich kein YouTube? Wann war eigentlich eine Drehgenehmigung? Stimmt. Senorita, sei meine Adrenalina. Froh, wenn wir gleich durch sind mit allem.